Okay, merke, ohne Ausrüstung braucht man gar nicht erst in den schweren Kampf zu gehen. Neues Spiel? Wir nehmen unseren William, weil ich möchte zumindest mal mit ihm komplett durchkommen. Können wir irgendwas umändern, ne? Ich könnte es ihn hier nehmen, aber ich will es mit ihm machen. Mit ihm muss ich zumindest zum Gegner durchkommen. Alles andere wäre ja Blasphemie und Ketzerei. So, ihm geht's gut. Wir haben alles. Mission wählen. Feindlicher Panzer, okay. Eine Gegenoffensive. Und Verteidigung. Okay, schauen wir mal, was gibt uns am meisten. 14, 5, 3, 4, 5. Ich glaube, das hier. Verzweifelte Verteidigung, mehr 100 haben sich in ein Lagerhaus verzogen. Oh, warum nicht? Wir machen das Lagerhaus, warum nicht? Oh. Ich würde eher sagen, das ist eine wunderschöne Stadt am Rande. Und ja, ich überspringe das jetzt einfach mal. Wir kennen das ja. Danke. Hallo, mein großer Kesselein. Warum hast du so gefährliche Waffen dabei? Okay. Wie machen wir das am klügsten? Dann klauen wir jetzt erstmal das hier weg. Dann klauen wir das hier weg. Und dann klauen wir der Amplikatormeister. Oh yeah, das gefällt mir doch. Und dann klauen wir, das ist die große Frage der Fragen, was klauen wir denn jetzt hier weg? Kann ich das hier zufällig machen? Ja, schade. Okay, dann sagen wir Spezialenergie braucht das Land. Machen wir ohne Verkehr, machen wir ohne. Die heben uns noch auf. Dann sagen wir nämlich, wir gehen hier durch. Und hier hinten. Ah, wir haben noch eine. Vielleicht können wir hier durchgehen. Hier durch, hier durch, hier durch, hier durch, hier durch. Ah, doch, das funktioniert. Okay. Aktivieren und aktivieren. Fertig. Damit kann ich leben. Aber damit nicht. Autsch. Zum Glück sind meine Schilde aktiv. Au! Okay, okay. Moment, Moment, Moment. Mit deiner bescheuerten Energielanze. Ich repariere erstmal und da geht gerade gar nichts. Okay. Heißt, wir sollten uns mal darum bemühen zu feuern. So. Das heißt, es ist eine Energielanze gegen Energielanze, beziehungsweise wir schießen dein Schild jetzt erstmal über den Haufen. Dankeschön. Oh, schieß einfach nochmal Scheiß drauf. So. Ein Schild ist schon mal weg. Ja, schon mal gut. Darauf lässt sich doch bestimmt wunderbar aufbauen. Da komme ich nicht durch, da komme ich auch nicht durch. Das gefällt mir schon besser. Kann man nämlich sagen, wir gehen hier durch. So rüber, so, so und so. Dann haben wir hier riesig viel abgesahnt. Und zusätzlich ist es die Frage, sollen wir noch ein bisschen mehr Schrott einsammeln? Ich glaube, in einem weiteren Schuss können wir ihn nämlich wegfetzen. Auf jeden Fall aktivieren wir mal die Schilde, ist schon mal wichtig. Und ja, komm, wir machen es einfach. So. Dankeschön. Eine Glanze, Feuer frei. Oh, ich darf nochmal feuern. Eine Glanze, Feuer frei. Also, ehrlich gesagt, bevor er mich jetzt nochmal trifft mit irgendwas, schießen wir doch lieber mal zu Club. Ich muss sagen, der hat irgendwas. Wie so groß Dampfkessel. Okay, ah, das kennen wir schon. Überspringen wir einfach mal. Mission erfolgreich abgeschlossen. Und, oh ja. Belohnung, oh du meine gute Belohnung. Und ist das ein Schiff? Cool. So, bitte wieder etwas Schönes. Allgemein Passivbooster. Amplifikationsknoten erscheint doppelt so häufig. Okay. Wenn sie 8 oder mehr Knoten kombinieren, werden bei ihrem schwächsten Sim 13 TP repariert. Ja, das ist gut. Es besteht eine 10%ige Chance, mit der verstärkten Waffe einen zusätzlichen Schuss abzufeuern. Ich glaube, das nehmen wir. Reparatur ist gut, aber
die Chance, doppelt zu schießen, einfach mal so. So, einfach mal so. Das hat doch was. Schön die Nummer 2 und Raketenwerfer nur. Ja. Eine basistische Waffe. Genau das, was der Arzt verschrieben hat. Erstmal einfach reparieren. Dankeschön. Ist dann bestimmt nicht mehr genug übrig. 750 für den Raketenwerfer. 750, yep. Ist auf jeden Fall besser. Impulslader. Ich glaube, wir können den Impulslader dann wegmachen gegen die Energie. Ja, wobei. Wir schauen mal. Wir haben genug. Und ich bin eigentlich eher dafür, dass er hier. Aber wenn, dann möchte ich eher mit der Lanze schießen, weil so ein 10% Chance mit zwei Lanzen dadurch zu drabbeln. Ja, das ich würde mal sagen. Das könnte doch echt gut ausgehen. So. Den Vorschuss bremsen. Sie müssen den feindlichen Angriff an diese Position zerstören. Und mit der Organisation und Verstärkung unserer Verteidigungszone beginnen. Okay. Eine schwere Entscheidung. Der Feind greift an zwei Orten an. Was möchte ich tun? Ist natürlich nie gut. 130, 5, 4. Ich glaube, das ist am coolsten. Und das da unten. Der Überläufer. Nein, da haben wir schon. Sofort eine schwierige Mission zu machen, ist nicht gut. Nicht mal nachdem wir... Ja, wir bräuchten eine ballistische Waffe. Dann können wir es machen. Aber so geht das leider nicht. Okay. Das kennen wir noch nicht. Herr Commander, wie Sie sich bereits wissen, ist eine gewaltige Streitmacht in der Nähe von Dover. Okay, das kenne ich schon. Okay. Das Allgemeine können wir überspringen. Jetzt kommen wir zum Richtigen. Nun, ausgehend von den wichtigen Informationen, die wir zur Verfügung stehen. Ich werde Dampfpanzer angreifen. Ich werde einen Eigenkurs angreifen. Ich greife den Ironcass an. Im Gegensatz zu Dampfpanzern sind Ironcasts genau das gleiche. Mit Energieschilden ausgestattet. Setzen Sie Energie. Einzelschusswaffen mit hoher Schadenskapazität ein, um aktive Schilde zu durchschlagen. Aha. Selbstverständlich, Turmspitze, ich gehe zum Angriff über. Aha. Mein Tipp, den ich auch gebrauchen kann. Was hast du denn überhaupt? Ein leichtes Geschütz und eine Schrotflinte? Keine Schilde. Okay. Ich muss jetzt irgendwie Angst haben. Keine Schildsysteme. Hm. Okay. Wir besorgen uns erstmal hier Munition. Schön. Danach beschleunigen wir. Oh, was haben wir vielleicht? Ich habe eine Idee. So, erstmal hier jede Menge davon. Und ich würde mal sagen, damit ist unser Aufgebot an Spezialenergie bedient. So, gehen. Aktivieren. Gehen und noch mehr aktivieren. Ich glaube, damit können wir den größten Schaden, den er uns jetzt irgendwie machen könnte, ablocken. So, dankeschön. Was machst du denn? Du aktivierst ein Schild und schießt einmal. Ja, das braucht sich so viel. Und aktivierst ein zweites Schild. Ah, okay. Oh, wir sind langsam. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Reparieren brauchen wir eigentlich gerade gar nichts. Das schaut nicht gerade schön zum Kombinieren aus, aber was wir machen können, Flüssigreaktor aktivieren, um zu sagen, hey, dein Schild brauchst du doch gar nicht, oder? Nein! Oh, er hat doch noch. Es sind starke Schilde, also braucht er ihn doch. Aber doch nicht. Das gibt es doch nicht. Hm. Ich kriege hier eine Dreier zusammen, das ist das höchste der Gefühle. Hier kriege ich eine Dreier zusammen. Nee, dann machen wir lieber das hier. Dann kriegen wir das hier nämlich zusammen. Es wird einfach nicht besser werden. Dann sagen wir noch das hier. Und hauen uns noch etwas davon zusammen. Und 1, 2, 3, 4. Hier können wir noch was runterhauen. Ja, es geht, es geht. Dann noch einmal Energielanze. Es bringt nichts. Der Schild ist ganz schön zäh. Und wir haben uns leider unser Schild nicht stärken können. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal inständig, dass er jetzt gar nicht erst schießt. Halt mich hin. Er wird nur auf Geschwindigkeit kommen. Okay, gut. Habe ich auch kein Problem mit. Habe ich gar kein Problem mit. Bin ich ein Freund davon. Okay, jetzt sagen wir mal. Das ist auch doof. Wie gesagt, es wird hier gerade nicht ungemein besser. Brauchen das hier. Dann brauchen wir nur das hier. Irgendwie müssen wir ja Schilde mal aktivieren. Nochmal eins. Zack. Schildstufe 2.
aber was sehen meine Augen? Munition. Ah, ja. Ich glaube, damit könnten wir rein theoretisch doch vielleicht sein Schild durchdringen. Vielleicht, eventuell. Nicht ganz, aber... Jetzt da! Und genau, jetzt können wir natürlich nicht mehr schießen. Verdammt. Okay. Mal gucken, was er machen wird. Er hat seine Schilde verloren. Autsch. Das war klar. Es war sowas von klar. Autsch. Macht nichts. Noch geht's uns gut. Währenddessen ist er fleißig am Brennen. So, als nächstes bitte... Ja, doch, sind die Waffensysteme angreifen, wenn es geht. Okay. Wir stammen uns hier. Doch, das machen wir. Den ganzen Schrott. Dann ziehen wir hier die Spezialenergie nach oben. Und können jetzt noch... Ja, hier. So. Bingo. Ich würde sagen, da haben wir richtig viel abgesahnt. So, Reparatur brauchen wir nicht, aber wir können noch sagen, bitte einmal auf seine Schutzfinde schießen, und zwar mit der Lanze, warum nicht? Und noch einmal, ja, wobei, komm, scheiß drauf. Wir schießen volle Kanne nochmal auf die Lanze drauf. Wenn, dann muss das System, auf seine Schutzfinde. Wenn, dann muss das System richtig bluten. Okay, und wir werden noch einmal etwas Energie einstecken. Und hoffen, dass es ausreicht, weil wir haben jetzt keine Kühlaggregate mehr. Wir haben keine Kühlaggregate. Wenn der schießt, bist du mal... Ah, zum Glück, danke. Ich gerade sagen, wenn man schießt, sind wir jetzt sowas von dem einmal. Aber nein, er hat es nicht getan. Finde ich liebreizend von ihm. Das heißt nämlich, wir können hier mal reparieren. Und das Ganze hier ein bisschen zusammenbringen. Er schaut immer noch nicht gut aus. Kann ich vielleicht das hier nehmen? Ja, yep, das geht. Und ich bräuchte ein bisschen was zum Schießen eigentlich. Das wäre das schönste der Gefühle. Aber mehr als das hier kriege ich nicht zusammen. Okay. Das heißt, ich muss darauf vertrauen, dass meine Energie dann sitzt. Ja, wobei, komm, Impuls. Hat erstmal ordentlich verfehlt. Danke fürs Gespräch. Ich weiß, was ich ausbauen werde. Der hat irgendwas. Bist du feiner? Ja, er greift mich. Er greift nicht an. Er hat die Schilde hochgemacht, aber er greift nicht an. Aber die Schilde kriegen wir auch wieder nach unten. Die Frage ist nur wie. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall das hier und wir brauchen Spezialenergie. Das heißt, reparieren. Reparieren. So rüber. Ja! Okay. Das gefällt mir doch richtig gut. Wir gehen hier rüber. Na, wobei. Wir machen das so rum. Wenn, dann nehmen wir schon das Maximum, wir das mitnehmen können. Wir können... wir können so gut die nicht feuern. Was wir bräuchten, wäre noch hier ein bisschen was eigentlich. Machen wir das einfach mal und hoffen. Yep. Jetzt sind wir mehr als nur im Bereich weit. Ja, okay, aktivieren. Das müssen wir jetzt leider machen. Auch wenn ich dafür mein ganzes Kühlmittel wieder verprassle. Aber wenn ich das nicht mache, dann sind wir ganz, ganz schnell hinüber. Der müsste wesentlich am Reparieren sein. Yep, yep. Der repariert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das hier brauchen wir alles. Munition. Und... Der linke ist an der Stelle, wo ich ihn gerade nicht brauchen kann. Kann ich es hier rum brauchen? Das ist schon eher etwas. Noch nicht ganz so optimal, aber besser als gar nichts. Dankeschön. Dann sagt man nämlich, aktiviere mir. Wir haben ja eigentlich Schilde, Das heißt, wir können mal einen Lanzschuss da abgeben. Gut, dankeschön, feuerfrei. Und die Lanze hat gerade zweimal geschossen. Oh ja. Okay. Ich sag nichts, hat funktioniert. Hervorragende Arbeit. Unsere Speer haben die Zerstörung des Iron Cast bestätigt. Dankeschön. Ah, was mit dem Dampfpanzer? Der Dampfpanzer wurde von unserem Bodentrupp neutralisiert, Commander. Sie haben einen Straßenabschnitt sabotiert, um ihn festzusetzen und ihn dann zu neutralisieren. Oh, Heidewitzka.
Das war die große Entscheidung. Ich glaube, ich hätte nicht alles überspringen dürfen. Denn einen Kasten hätten sie wahrscheinlich nicht so leicht niedermachen können. So ein Panzer ist einfach, hier, mach mal einen Mulde oder sonst irgendwas hin. Der kommt nicht weiter. Ein kyrotaktischer Zug, ich kehre für Reparaturen und Upgrades zum Hangar zurück. Jupp, das tun wir mal. Und sammle die ganze wunderbare Belohnung ein. Hahaha. Sam direkt auf Stufe 4 hoch, okay. Heißt, es gibt zwei neue Sachen für uns. Das erste wäre passive Schildbooster. Die Aktivierung des Schildes kostet eine Energie weniger, braucht aber ein zusätzliches Kühlmittel. Ha, okay. Wenn sie 8 oder mehr können, werden 30 TP repariert. Das ist gut. Reparaturknoten erscheinen 5% häufiger. Nein, ich mache diesen Booster hier. Ein zusätzliches Energie und ein zusätzliches Energieeinheit weniger, aber dafür mehr Kühlmittel ist nicht gut. Weil meine Waffen brauchen auch Kühlmittel, deswegen... Nein. Wir machen aktiven Booster, weil 8 Stück kriege ich auf jeden Fall mal zusammen. Bindungskunden erscheinen doppelt so häufig, das ist nicht schlecht. Erhöhen die Person alle ihre Waffen um 5%. Oh ja. Sammelt alle Reparaturknoten auf dem Raster ein. Dieser Vorgang gilt nicht als Kombination und erzeugt keine EP. Ha, nicht so gut. Dann machen wir lieber alle Waffen 5% mehr Schaden. Passt. Da kann ich auf ein paar Verbindungsknoten verzichten. Leichtes Geschütz Nummer 2 und Gerdes Antrieb Nummer 2. Okay. 1700 zu bekommen. Ich glaube, wir können uns jetzt mal ein kleines Waffensystemchen gönnen, oder? Das natürlich reparieren. Leichtes Geschütz, dankeschön. Und der Antrieb besser 700. Das ist die Frage. 184, ich glaube, wir machen wirklich, komm, wir machen den Raketenwerfer. Kaufen. Dankeschön. Ein Quest Upgrade. Upgraden. Antriebe. Ich glaube, da machen wir lieber hier ein kleines Upgrade rein. Dankeschön. Okay. Dann bauen wir hier Waffensysteme. Dankeschön. Du Impulswaffe wirst ausgelöst gegen ihn hier. Wir haben eine Raketenwaffe und eine ballistische Waffe und eine Energiewaffe. Das ist doch gut so. Schön gerdet. Ja, doch so. So finde ich, kann man gut kurz in den Kampf reingehen. 400 haben wir noch übrig, 275 und das muss auch noch mehr werden. Und ich bin eigentlich dafür, dass der Booster hier auf A reinkommt. 3 zu 2 kostet genauso viel. Also wenn, dann möchte ich wirklich sagen, hey, die Ballistik muss durchschießen. Mission wählen.